Willkommen meine Lieben zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr sehr, sehr viel Gewinn machen könnt, Freunde. Die Investitionen, die ich euch die letzten zwei Tage empfohlen habe, sind auch sehr, sehr gut gestiegen. Da gehen wir auch drauf ein. Wenn es euch natürlich gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr neu hier seid, auch Coins Multimillionär werden wollt wie ich, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ab geht's. Und ihr schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Partner vorbei. Mit dem Rabattcode Alex96 bekommt ihr auch nochmal sehr, sehr gute Rabatte. Erster Link der Videobeschreibung. Und da fangen wir mit der ersten Investition an. Da habe ich euch empfohlen, die seltenen Goldspieler aus der League Or zu kaufen. Die habt ihr ungefähr so für 800, 850 konntet ihr die problemlos einkaufen. Die sind jetzt alle bei 2000, 2200. Ja, ihr seht, 2200 kriegt ihr eigentlich jeden weg. Ihr könnt die auch locker für 2,4, 2,5 UV verkaufen. Da kriegt ihr wahrscheinlich auch die meisten weg. Also wer da auf mich gehört hat, hat mit diesen Karten seine Coins verdreifacht. GG geht da auf jeden Fall raus. Was sich auch gelohnt hat, was ich ja auch empfohlen habe, 84er für 2500 einzukaufen. Die sind jetzt alle so ungefähr bei 4000. Ihr seht das hier, den kriegt ihr wahrscheinlich auch locker für mehr weg. 4,5 oder so verkaufe ich meine ganzen 84er würde ich auch nicht günstiger verkaufen. 4,5, 4,6, so verkaufe ich die ganzen 84er, die ich noch eingekauft habe. Hiervon habe ich ja sehr, sehr viele eingekauft. Ich habe natürlich auch noch sehr, sehr viele Informs geholt. Habe ich euch ja zum Beispiel empfohlen, den Trap. Den habe ich ein paar hundert Mal für 16k geholt. Und wir können mal gucken, wie er aktuell schon steht. Und ja, wenn ich ihn jetzt schon auscashen würde, für 19,5 ungefähr könnte ich ihn jetzt schon auscashen. Also er kostet ungefähr 19,5. Ihr seht, für 19,5 gibt es nicht mal mehr so viele. Kommen hier locker schon zur 30. Minute. Also 19,5 könnte ich ihn schon auscashen und ich habe Tausende gefühlt geholt. Nicht Tausende, aber ich habe glaube ich 400-500 oder so von Trap ungefähr geholt. Das mal 3k schmeckt auf jeden Fall. Und ich behalte die noch ein bisschen, weil das Partypack wird die Tage kommen. Und da steigen die natürlich nochmal ein bisschen höher. Kriege ich wahrscheinlich dann 21, 22k für die und mache insgesamt meine 2-3 Millionen Gewinn mit dem Trap. Ich zeige euch auch mal kurz noch meine Liste, dass ihr seht, einiges schon weggegangen, 11 Verkäufe haben wir schon am Start. Ihr seht das hier, Minx und Bergquiz habe ich jetzt zum Beispiel für 10,5 euch auch empfohlen zu erbieten. Ja, sind 2k pro Karte für nicht wirklich viel machen. Hier haben wir noch einen Iličić für 2500 geholt, für 4,6 weg. Auch fast 2000 Gewinn. Und dann kommen wir schon zu der heutigen Trading-Methode. Ihr seht das schon, ich habe das jetzt hier als Beispiel mit den Nkunku gemacht. Könnt ihr jede Karte für 650 erbieten, für 850, 900 verkaufen. Du machst pro Karte 250. Ihr könnt auch jede seltene Karte natürlich ein bisschen teurer reinstellen. Ich habe die so reingestellt, dass die direkt wegging. Warum geht das Ganze? Zeige ich euch natürlich. Das Prinzip ist, weil es einfach hier diese Ligen-SBCs gibt. Gehen wir mal auf Live. Zeige ich euch natürlich. Wir gehen auch gleich auch auf den Benzema und Gelson Martins. Kurze Review meinerseits, was ich sage, sollte man die Karte machen, sollte man nicht machen. Ich gehe mal davon aus, dass es bei Live oder Black Friday ist. Bei Black Friday anscheinend dann seht ihr hier. Und ihr seht ja schon 81 plus Upgrade Premier League. Und ihr braucht hier Premier League Spieler. Ihr braucht hier eine Ladung Premier League Spieler. Ihr braucht hier eine Ladung Bundesliga Spieler. Die meisten ballern halt League Packs. Aber die werden auch gemacht. Dadurch kosten diese Karten auch ungefähr alle 850, 900. Ich habe mir dann immer einzelne Karten rausgesucht. Zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Ihr könnt das im Endeffekt mit jeder Karte machen. Ja, Freunde, ihr bietet dann zum Beispiel aus der Premier League Goldkarten. Dann seht ihr, gehen wahrscheinlich alle für 850 oder 900 weg. Man muss sagen, Premier League ist so die zweiteuerste Liga, ist natürlich sehr interessant. 850 kriegt ihr eigentlich für jeden. Was macht ihr? Ihr stellt auf jede Karte hier 650 ein und bietet hier. Ne? Man muss sagen, ich kann jetzt zwar bieten, ich kann die halt jetzt aktuell nicht anbieten, weil ich halt ein unzugewiesenes Objekt habe. Ich kann die nur über die Web-App reinstellen. Ihr geht erstmal am besten ein paar Seiten nach hinten. Das könnt ihr wirklich mit jeder Liga machen. Premier League ist halt jetzt mit am teuersten, muss man sagen. Ihr könnt das aber auch problemlos mit der Bundesliga machen, mit der La Liga. Da gehen die halt nicht so gut weg. Ja, da gehen die wahrscheinlich kurz vor Schluss erst weg. Aber ich sag mal so, 850, 900 kriegt ihr eigentlich für jede seltene Karte. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will ein bisschen aktiv traden, jede Stunde die Liste auffüllen, ist das auf jeden Fall jetzt die Methode, die nächsten vier Tage sehr, sehr gut klappen wird, weil natürlich die Leute sehr, sehr viele Upgrades spammen werden. Ne? Da geht ihr einfach so die Seiten durch oder ihr sucht euch Spieler raus. Wir gucken jetzt zum Beispiel den Antonio als nur als Beispiel. Das könnt ihr mit jeder Liga machen. Da könnt ihr auch natürlich auch wie den Nkunku raussuchen. Antonio, dann gucken wir jetzt mal,
wo er ist, der Antonio. Und gucken mal, wie er so viel der so kostet. Ne? Gucken wir jetzt mal, geht der für 1k weg? Ja, okay, 1k geht der jetzt nicht weg. Es gibt hier oft Karten, die kosten deutlich mehr. Ja, wenn ihr jetzt guckt, 900 kriegst du aber für den nach 40, 45 Minuten werden die weggekauft gefühlt. Wenn du direkt weg haben willst, 850. Und so könnt ihr das machen. 850 ist der nach 4, 5 Minuten weg. Könnt ihr auf jeden Antonio 650 spielen. Könnt ihr natürlich auch sagen, okay, spielt dann nur auf die Karten, die natürlich schneller weggehen, könnt ihr auch machen. Ist euch einiges überlassen so. Ihr seht, das gibt einige Karten, die direkt ablaufen, erste Minute. Der Markt ist so überflutet und dann könnt ihr einfach bieten. Die Liste ist jetzt bei mir voll, aber ihr wisst, wie ich das meine, Freunde. Relativ einfach, damit könnt ihr so massig Coins machen. Also das ist wirklich so leicht, da könnt ihr wirklich gar nichts verkehrt machen. So, jetzt habe ich hier noch einen kleinen Sniping-Filter am Start. Ihr seht ungefähr die Gold-Innenverteidiger, besser gesagt Verteidiger, gehen alle so für 1-1 weg. Ihr könnt natürlich auch nur auf Innenverteidiger stellen, dann sind die natürlich noch ein bisschen mehr wert. Ihr seht das hier, 1-1 kriegt ihr eigentlich jeden, für jeden Innenverteidiger aus der Bundesliga. Da könnt ihr natürlich auch ein bisschen mehr bieten, dass ihr sagt, ihr bietet 7,59. Oder, was ich euch auch empfehlen kann, ihr snipet die. Ihr snipet jeden Bundesliga-Innenverteidiger, den ihr dann so für 858 bekommt. Und da kommen eigentlich relativ schnell viele rein, muss man sagen. Ja, Freunde, und jetzt nochmal einen kleinen Filter für die Leute, die jetzt ein bisschen mehr Coins haben. Ihr seht hier, Ligue 1, Verteidiger, gehen alle für so 2,8, 2,9 weg. Ne, könnt ihr wahrscheinlich sogar für 3k verkaufen, aber ich würde 2,9 machen. Sicher ist sicher, da seid ihr die los. Was würde ich euch hier empfehlen? Die gehen für 2,9 weg, ihr sniped die für so 2,4, 2,5, weil die seltenen kosten eh alle generell 2,3 ungefähr, 2,2, 2,3 und viele stellen dann ihre einfach für 2,3 oder so drauf und ihr könnt die dann einfach snipen oder ihr versucht die auch zu erbieten. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel so ein Diallo, kann ich jetzt leider nicht bieten, aber ihr könnt hier dann bis 2,3 oder so mitbieten. Da macht ihr gar nichts verkehrt, Freunde. So könnt ihr aktuell massiv Coins machen. Ich habe das ja auch die letzten Tage so öfters in den Streams gemacht mit dem Bieten. Du machst da auf jeden Fall sehr, sehr viele Münzen, Freunde. Wir werden auch am Montag Abend einen Stream machen, da werden wir eine UV-Liste bauen, weil ich werde bis dahin mein Zeug wahrscheinlich noch nicht verkauft haben, außer, ja, dass die Wundertüte ist bis dahin da, dann werde ich das natürlich erst auscashen. Bis jetzt schmeckt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mit jeder Karte, mit jedem 84 mache ich 2k Gewinn, den ich gekauft habe, mit jedem Inform, den ich gekauft habe, mache ich 3k Gewinn und die werden noch steigen. Zur Wundertüte werden die noch weiter steigen, deswegen verkaufe ich die jetzt noch nicht, warte noch ein bisschen. Wir gehen jetzt noch ganz kurz auf den Benzema und auf den Gelson Martins ein. Werde ich die beide mitnehmen? Ich denke nur den Gelson Martins. Ich zeige noch mal ganz kurz mein Team, Freunde. Er passt sehr, sehr gut in mein Team. Ja, Freunde, das ist aktuell mein Team und ich könnte statt ihn hier einfach Gelson Martins spielen. Und ich denke, ich werde den Gelson Martins einfach mal mitnehmen. Der kostet 140.000, sollte klar gehen. Ich werde auch am Montag Weekend League Highlights hochladen. Mal schauen, wie das bei euch ankommt. Vielleicht feiert das nicht. Vielleicht wird das auch das einzige Video davon sein. Wenn das überhaupt nicht ankommt, werde ich einfach mal testen, Freunde. Ja, werde ich alle Spiele reinschneiden. Also einfach nur jedes Tor, wo passiert. Ja, Freunde, wir gehen auch erstmal auf den Gelson Martins ein. Ich bin ehrlich, sieht sehr, sehr stabil aus. Ist ein Flügelspieler. Hier Sternewegbrot wäre lecker. Sonst finde ich die Karte sehr, sehr gut. 99 Beweglichkeit, 98 Ausdauer und Pace, Pace, Pace. Also sehr geile Karte. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Benzema werde ich nicht mitnehmen, kostet um die 100.000, aber wer jetzt ein Fake hier gemacht hat, wer generell viele Franzosen-Teams hat oder besser gesagt viele Franzosen in seinem Team hat, der kann die Karte auf jeden Fall mitnehmen. Es ist ein guter Stürmer, ich habe schon gegen den gespielt und der war auf jeden Fall sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Also, das ist man nicht gewohnt, dass ein Benzema so schnell ist. Wer Bock drauf auf ihn hat, nimmt ihn auf jeden Fall mit, macht ihn nichts verkehrt, Freunde. Ist eine gute Karte. Ist auf jeden Fall auch in Ordnung, Freunde. Und dann wäre es das mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Solltet ihr neu hier gewesen sein auf dem Kanal, Freunde. Ich sehe 50%, die meine Videos schon haben, noch kein Abo da gelassen. Lasst sehr, sehr gerne noch ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bin ich für heute raus. Haut rein. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.